Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Marx Flohmarkt. So, und wie gewohnt löse ich erstmal den letzten Flohmarkt auf. Das war diese Universal-Fernbedienung. Und zwar bekommt diese, schauen wir kurz mal nach, Jerome Voltaire. Du bekommst jetzt also diese Fernbedienung von mir. Um jetzt diese Fernbedienung zu erhalten, hast du jetzt exakt 7 Tage Zeit, mit mir in Kontakt zu treten. Nutze dafür bitte entweder Google Plus oder die YouTube-Nachricht oder den YouTube-Nachrichtenservice. Das heißt, du sollst bitte mich so anschreiben, dass ich weiß, dass du bist und nicht irgendjemand anders versucht, diesen Artikel in deinem Namen zu erschleichen. Das ist nämlich leider auch schon vorgekommen. Okay, das war's zu diesem Artikel. Und heute habe ich auch wieder was Schönes für euch. Und zwar einen Radiowecker. So, ihr seht ihn hier stehen. Das ist ein Radiowecker mit einer ganz speziellen Funktion. Man kann ihn mit seinem Handy quasi verbinden und kann damit quasi sein Smartphone oder sein Handy laden. Er hat hier hinten eine USB-Anschlussbuchse mit einer ungefähren Ladespannung oder mit einem ungefähren Ladepowerstrom von 600 bis 700 mAh. Das reicht jetzt nicht aus, um richtig starke, potente Smartphones oder Tablets komplett voll aufzuladen oder zumindest schnell voll aufzuladen. Aber es reicht für eine schöne, gemächliche, langsame Aufladung eurer Geräte. Das heißt, für meinen Sony Xperia Z2 Handy benötige ich so in etwa 5 bis 8 Stunden, um es zu laden. Des Weiteren hat dieser Radiowecker noch eine Temperaturanzeige, 2 Weckzeiten und eine dimmbare Display-Anzeige. Also, wer Interesse an diesem Gerät hat, teilt es mir einfach mit. Schreibt mir unten einen Kommentar in die Kommentarbox. Und hier oben blende ich euch einen Einsendeschluss ein. Bis dahin berücksichtige ich die Kommentare und suche mir jemanden aus, den ich dann im nächsten Flohmarkt bekannt gebe, der das Gerät bekommt. Wichtig noch ein kleiner Einwurf, das hier ist kein Gewinnspiel, das hier ist eine reine Verschenkungsaktion. Das heißt also, wer hier mitmacht, lest euch unten in der Videobeschreibung die Bedingungen durch. Nichts Schlimmes, aber wer damit nicht einverstanden ist, macht hier bitte nicht mit. So, ich werde jetzt weiter noch ein bisschen durch den Schnee stapfen und wünsche allen, die hier mitmachen oder teilnehmen, viel Glück und sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.